Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part haben wir den Vergessenswald erkundet und heute soll es mit den trügerischen Gewässern weitergehen. Diesen Dungeon schaltet man mit dem Meisterrang 2 frei. Wir gehen da so ein bisschen chronologisch durch. Und auch der hat wieder einige Besonderheiten. Dementsprechend, ich würde behaupten, da die ja in einer gewissen Reihenfolge freigeschaltet werden, sprich Meisterrang 1, 2, 3 und Gildenmeisterrang, dass die deswegen auch immer schwerer werden. Und deswegen halte ich mich eben auch an die Reihenfolge. Ganz wichtig, man schaltet diese Dungeons, wie gesagt, mit der Rangerhöhung frei und kann da ganz normal reingehen, erkunden, alles schön, am Ende diese eine Box vermutlich mitnehmen. Die Belohnungen sind ja immer eher so, naja. Allerdings gibt es für den heutigen Dungeon auch einen Wunderbrief. Ich weiß nicht, wo man die wahrscheinlich überall herbekommt. Ich habe einfach im Internet geschaut und wurde da auch ziemlich schnell fündig. Genau, das ist unser Wunderbrief hier oben. Und dadurch bekommt man nochmal so ein bisschen, ja, so ein kleines Extra, könnte man sagen. Weil, wie gesagt, einfach nur erkunden und am Ende die Box mitnehmen ist schön und gut, haben wir einen neuen Dungeon gesehen. Die sind ja auch nicht ganz so einfach, wie wir festgestellt haben im letzten Part. Aber noch so eine kleine Herausforderung zusätzlich zu haben, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und dementsprechend gibt es für diese drei Dungeons, wie man sieht, noch Wunderbriefe, um noch so ein bisschen mehr hinzuzufügen. Ich meine, gut, es ist vielleicht minimal gespoilert, weil in den drei Wunderbriefen jetzt schon wunderschön drinsteht, mit wem wir es zu tun bekommen. Allerdings ganz ehrlich, wenn wir heute Suicune getroffen hätten, wäre jedem von euch klar gewesen, dass die anderen beiden auch noch kommen. Deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ja, und wie gesagt, mit den Wunderbriefen wird es, glaube ich, auf jeden Fall so ein kleines bisschen spannender noch. Ich bin Suicune. Ich muss wissen, wie stark Team Eclair wirklich ist. Herausforderung, besiege Suicune. Und zwar auf Ebene U11. Der ganze Dungeon hat übrigens 20 Ebenen. Sprich, wir haben so, sag ich mal, bei der Halbzeit unseren Kampf gegen Suicune. Mal gucken, wie das so wird, ehrlich gesagt, weil ich auch, wie gesagt, die Dungeons alle nicht kenne. Das ist komplett blind für mich und deswegen auch gar nicht einschätzen kann, wie schlimm die eigentlich sind, so vom Level her. Keine Ahnung. 5-Sterne-Mission. Das ist also schon echt nicht ohne. Dann wollen wir doch mal. So. Und dann denke ich, ja, können wir auch direkt los. Ich bin vorbereitet. Ich möchte gerne... Ach da, ganz hinten. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Briefchen? Zu den trügerischen Gewässern. Was ist denn das eigentlich da? Abgrundmeer? Ringmeer? Mirakelmeer? Irgendwas ist auf jeden Fall direkt daneben. Ist aber auch egal. Wir brechen auf. Mehr oder minder sofort. Achtung, die trügerischen Gewässer unterliegen verschiedenen Einschränkungen. All dein Geld sowie Items in deinem Schatzbeutel vom 9. Platz abwärts gehen verloren. Teammitglieder von der 3. Position an kehren zurück nach Schattstadt. Außerdem kannst du nicht gerettet werden. Es ist immer noch nicht okay, aber da muss ich ja durch. Gut. Dann wollen wir doch mal schauen. Wie gesagt, ich kenne den Dungeon auch nicht. Ich bin mir dessen zumindest nicht bewusst. Vielleicht habe ich ihn verdrängt. Ui, das sieht irgendwie weniger nach Wasserdungeon aus, sondern vielmehr so nach Kristallhöhle oder Unterwasserhöhle. Das ist cool. Ich hatte jetzt eigentlich einen Dungeon erwartet, wie eben das Ringmeer, Mirakelmeer, Abgrundmeer. Aber hier, wie gesagt, es fühlt sich eher wie so eine Unterwasserhöhle an. Ich weiß nicht, wer da ist, aber ihr geht bitte. Okay, 2-Sterndos. Das gefällt mir. Doch, das letzte Dungeon war ja eigentlich auch schon ganz... Okay, ganz schick, sag ich mal. Aber der hier, doch, der ist farblich voll mein Fall. Ja, ich glaube, heilen oder so muss ich mich eh nicht. Ich habe sowieso kein Geld. Wir gehen einfach weiter. Das war quasi eine geschickte Methode, um den Toxa zu entkommen. Das ist doch auch ganz schön. Nein, es gibt hier so ein Octillery. Nein, warum? Warum flüster ich? Ich weiß es nicht. Meine Stimme. Ja. Das war gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, mein Herz, was gestorben ist, als ich gesehen habe, dass es hier drin Octillery gibt. Das hörte sich dann ungefähr so an. Ach ja, das könnte lustig werden. Aber reden wir trotzdem... Hi. So ein kleines bisschen erstmal über den Dungeon, abgesehen davon, dass der ganz schön ist, aber nicht immer die nettesten Bewohner hat. Wie gesagt,
Ich habe den Namen des Dungeons vergessen. Die trügerischen Gewässer. Ich wollte irgendwie die vergessenen Gewässer sagen und dachte mir dann so, Moment, das war irgendwie eine Kombi aus diesem Dungeon und dem letzten Dungeon. Das kann so nicht stimmen. Die schaltet man auf jeden Fall frei, wenn man den zweiten Meisterrang erreicht, sprich Meisterrang mit 2 Sternchen. Ja, natürlich haben wir auch noch Erdkräfte, Corazon. Es wird immer besser. Ist eigentlich nicht so schwer freizuschalten, wenn du halt den Vergessenswald schon freigeschaltet hast, weil der Sprung ist gar nicht so extremst groß. Und da haben wir die Zufallsfallen. Die habe ich doch im letzten Part erwähnt. Erinnert ihr euch, als ich meinte, es gibt eben Zufallsfallen, die einen random Effekt auslösen. Deswegen sehen die auch so lustig aus. Und auf unser ganzes Team wirken, obwohl nur einer drauf tritt. Jetzt haben wir das, ja, natürlich explodiert doch nochmal alles. Jetzt haben wir das auf jeden Fall auch nochmal im Einsatz gesehen und ich verschwinde. Hätte ich drauf verzichten können, aber zumindest haben wir damit nochmal das bestätigt, was ich im letzten Part gesagt habe. Ja, es gibt hier auch wieder Zufallsfallen. Sprich, wenn man drauf tritt, sieht man nicht sofort, um was es sich handelt, sondern irgendein random Effekt wird aktiviert. Ist auch immer anders. Ihr habt gesehen, ich bin draufgetreten, Lahmfalle, Jan ist draufgetreten, Sprengfalle. Es ist also wirklich immer anders. Und es betrifft das ganze Team. Was ich echt mies finde, also das hat man ja bislang nie gehabt, fallentechnisch, dass wirklich beide betroffen sind. Ich weiß nicht, warum sie das hier gemacht haben. Ist aber auf jeden Fall nicht nett. Von der Idee her ganz cool, um es schwieriger zu machen. Gerade wenn du jetzt, also gut, ist jetzt hier nicht der Fall, aber wenn du jetzt wirklich mit 4 Pokémon unterwegs bist und alle werden von der Falle getroffen, ist halt schon nicht so nett, ne? Das ist der erste Punkt. Dann ist der Dungeon auch schon ein bisschen größer als der letzte mit 20 Ebenen. Wir können hier auch wieder nur zu zweit rein. Ich meine zumindest, weil da stand ja, Pokémon ab der dritten Position werden zurückgeschickt. Also denke ich mal, dass das dritte Pokémon halt auch schon fliegt. Wenn nicht, habe ich mich glorreich irgendwie vertan, ist aber auch nicht so schlimm. Deswegen auf jeden Fall nur zu zweit. Auch wieder nur mit 8 Items, was ich gar nicht so einfach finde, weil die Dungeons halt immer größer werden. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, 2 Äpfel mitzunehmen auf jeden Fall. Dann natürlich wieder Belebersamen. Top-Elixiere, weil der Dungeon eben ein bisschen größer ist und auch ein Ashtar-Orb wieder. Hab dafür mein Hellblau-Band und mein Braun-Band. Aber das war eine normale Siegelfalle. Also gibt es normale Fallen und Zufallsfallen. Okay. Nee, ich habe die beiden Bänder zu Hause gelassen, einfach um mehr Platz zu haben. Weil ich glaube, ganz ehrlich, der extra Schaden oder generell die verbesserten Werte sind zwar super, aber ja, mehr Äpfel und Top-Elixiere und Belebersamen und so weiter dabei zu haben, ich glaube, da bin ich so ein bisschen besser mit aufgestellt. Hallo? Habe ich jetzt irgendwas vergessen? 20 Ebenen, Meisterrang 2, nur 8 Items, nur zu zweit, Geld natürlich auch zu Hause lassen, keine Pokémon rekrutieren, man kann sich nicht retten lassen. Kann man sich retten lassen? Ich glaube nicht, ich achte da eh nie so drauf. Also so das volle Programm, was wir halt schon gewohnt sind eigentlich. Aber ich finde das sehr cool, dass man den Vergessenswald halt so als ersten Dungeon bekommt und da auch einfach erkundet und sich nichts weiter denkt, eben nur diese ganzen Auflagen hat. Hallöchen! Na, auch hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das war erfolgreich, gab auch gute Erfahrungspunkte. Nee, also dass man wirklich erstmal so in Sicherheit sich fühlt. Okay, einfach nur den Dungeon erkunden, der hat so ein paar Auflagen, das geht schon. Und dann kommen die anderen und du hast quasi noch diese Wunderbriefe. Also ihr müsst die Dungeons auch einfach durch Levelaufstieg freischalten, da kommt ihr nicht drum rum. Allerdings kann man diese Wunderbriefe oder diese Mission, klar, durch Wunderbriefe bekommen, wenn man sie denn weiß. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob es damals, wie das Spiel rauskam, das sind ja alles, glaube ich, Himmel-exklusive Dungeons. Ich weiß gar nicht, ob die dann irgendwie verbreitet wurden, diese Wunderbriefe, keine Ahnung. Aber die findet man ja, wie gesagt, auch im Internet. Oder ihr könnt einfach aus dem Let's Play jetzt abschreiben. Ihr habt es ja gesehen auf dem eigentlich oberen Bildschirm, der bei mir unten ist. Aber auf jeden Fall kann man die Mission auch random im Pandir-Café bekommen. Was ich eigentlich ganz cool finde. Weil du da vielleicht doch mal eher reinstolperst aus Versehen. Ich meine, gut, es ist dann immer so ein bisschen blöd. Du schaltest den Dungeon vielleicht frei, machst den dann auch erstmal. Denkst dir so, okay, ne, normaler Dungeon, passiert nichts. Und irgendwann viel später bekommst du dann plötzlich die Mission im Pandir-Café und denkst dir so, oh scheiße, jetzt muss ich da nochmal rein. Deswegen habe ich das erstmal so in einem Abwasch gemacht. Okay, das Sterno ist weg. Finde ich halt schöner, als wie gesagt den Dungeon erst normal zu erkunden und dann eben nochmal mit der Mission. So kann man das wirklich auf einmal machen und wir können uns direkt Suicune stellen.
Das finde ich gar nicht so verkehrt. Ich weiß allerdings nicht, ob es vielleicht auch so auftauchen würde ohne die Mission in irgendeiner Form. Aber ich finde es halt einfach cooler, wenn man wirklich den Auftrag hat. Schockwelle versiegelt, Eisstrahl versiegelt. Deswegen habe ich das gleich mitgenommen. Und da ist die Treppe. Gut. Im Übrigen, bevor da wieder Leute kommen, wie sprichst du denn das Pokémon aus? Also Entei und Raikou finde ich ja echt einfach auszusprechen so. Also gut, Entei schreibt sich anders, deswegen könnte man es dann Entei aussprechen, was irgendwie aber dumm klingt. Und Raikou, ich weiß nicht, aber da sind die Aussprachen eigentlich ziemlich eindeutig, finde ich persönlich. Suicune ist ein bisschen schwieriger. Also ich weiß, es gibt Leute, die sagen wirklich Suicune. Das habe ich früher als Kind gesagt, weil ich es nicht besser wusste. Dann gibt es Leute wie mich, die gerne eigentlich Suicune sagen. Oder halt komplett Englisch Suicune. Ich habe schon alles gehört. Fragt mich nicht, was richtig ist. Es ist mir auch egal. Wir wissen, welches Pokémon gemeint ist und es ist, glaube ich, die Hauptsache. So, U11 war das, glaube ich, wo es auftaucht. Prinzipiell bin ich ja auch gar nicht so verkehrt aufgestellt mit meinem Pika. Muss nur gucken, dass ich noch Attacken auf jeden Fall übrig habe. Gute Nacht. Ich habe ein bisschen mehr Angst vor Raikou und Entei. Also Entei, klar, da habe ich auf jeden Fall Jan. Aber Raikou? Ah. Jan ist dann natürlich nicht ganz so gut und ich selbst? Ja gut, ich resistiere das vielleicht ganz gut, aber ich mache jetzt auch nicht unbedingt den dollsten Schaden. Hallo, Octillery? Na? Also da habe ich dann schon so ein kleines bisschen Angst. Vor allen Dingen... Ja, natürlich. Die Auflagen werden halt auch schlimmer, ist so das Problem. Also da habe ich schon so ein kleines bisschen Angst. Ich meine, ich könnte potenziell auch einen von beiden zu Hause lassen und dafür Kai oder Gracie mitnehmen. Allerdings, wenn ich jetzt bei Entei sowieso Jan habe, weiß ich nicht, ob ich unbedingt noch Kai mitnehmen muss. Abgesehen davon, dass ich das nicht kann, wenn man mal den nächsten beiden Dungeons alleine rein muss. Hust, hust, ich habe nichts gesagt. Und... Ja, aber Raikou, gut, ich könnte Gracie nehmen. Also Gracie wäre da vielleicht gar nicht so schlecht aufgehoben, aber ich weiß nicht. Muss echt mal gucken, wie ich das mache, aber ich habe echt Angst vor den anderen beiden. Also da finde ich Suicune noch halbwegs angenehm tatsächlich. Habe ich noch Ladungsstoß? Ja. Gut. Aber erstmal müssen wir den Dungeon ja schaffen, weil ich habe ja auch gelernt, es gibt Dungeons und Bosse, da denkt man sich so, ich bin im Typvorteil, das wird eigentlich ziemlich gut werden und du kriegst so auf die Schnauze. Das Abgrundmeer zum Beispiel, da habe ich mich eigentlich ziemlich sicher gefühlt und naja, war dann doch nicht so nett. Ich habe keinen Donnerblitz mehr, dann so. Oder auch Giratina, da habe ich halt, war ich jetzt nicht unbedingt im Vorteil, aber ich habe mich damit gerechnet, dass es so eine Katastrophe wird. Und... Irgendwann komme ich hier noch weg. Und es ist halt, ne, immer so eine Sache, ob es dann wirklich so gut oder so schlimm wird, wie man denkt. Aber erstmal muss ich sowieso die Treppe finden. Ja, ich hasse diesen Nachspielstatus, den die hier teilweise haben. Wenn die nämlich dieses nette Symbol auf dem Kopf haben, das ist wie gesagt der Nachspielstatus. Von der Attacke Nachspiel, wer hätte es gedacht? Und ja, ihr seht da unten, das ist das Nachspiel. Und zack, sind unsere Attacken weg. Finde ich super, super nervig, dass man dann wirklich alle AP verliert. Und du kommst ja auch nicht drumherum, ehrlich gesagt. Ich meine, wenn die da alle vor dir stehen mit ihrem Nachspielstatus, ja toll, ne? Bleibt dir jetzt auch nicht so viel anderes übrig, als draufzuhauen. Erstmal den Apfel essen und dann noch das Top-Elixier. Weil bei Suicune hätte ich schon gerne ein bisschen AP. Stehst du da jetzt einfach rum? Es ist Suicune. Dieses Pokémon verfasste den Herausforderungsbrief. Hallo Team Eclair. Ich bin erholt und bereit für einen Kampf. Das ist schön für dich. Habe ich irgendwas Schönes? Ich hätte einen Flairsamen für dich. Na, wie wär's? Okay. Bleib du mal da hinten. Ich schieße von hier aus. Weil ich habe keine Ahnung, wie stark die Pokémon tatsächlich sind. Deswegen lege ich es ehrlich gesagt nicht drauf an. Okay. Ich dachte irgendwie, die würden mehr aushalten, ehrlich gesagt. Aber das ist gut, es war jetzt sehr effektiv und hat ordentlich Schaden gemacht. Aber das war irgendwie leichter als gedacht. Vielleicht brauche ich mir dann doch gar nicht. Wobei Entei und Raikou könnten stärker sein, weil sie erst später freigeschaltet werden. Gucken wir einfach mal. So, nein, ich möchte eigentlich bis zum Ende erkunden. Wenn es recht ist, da ist die Treppe. Schöne Ebene auf jeden Fall. Ja gut.
Es gibt, was Suicune betrifft, auf jeden Fall noch eine kleine Besonderheit auch. Da auch noch ein Flairsamen. Aber wobei, der hat mir gerade gute Dienste erwiesen. Wer weiß, wie viel Schaden das gemacht hätte. Weil ihr euch eventuell fragt, kann man das rekrutieren eventuell? Ist das möglich? Und die Antwort ist ja, man kann sowohl Raikou, Entei als auch Suicune rekrutieren. Aber dazu dann später auch mehr. Jan, verlass mich nicht. Erstmal will ich den Dungeon auf jeden Fall schaffen. Zumindest habe ich immer genug zu erzählen. Erstmal diese ganzen Bedingungen und so weiter und dann versuche ich irgendwie nicht zu sterben. Level 65. Im Übrigen, als ich den Rang erhöht habe, sprich bis zum Gildenmeisterrang hoch, habe ich Jan und Gracie und Kai und meine Wenigkeit nicht benutzt. Aus dem einfachen Grund, dass ich nicht wollte, dass die überleveln. Dadurch, dass wir halt schon so extrem viel optionalen Kram gemacht haben im Laufe der Zeit, sind wir eigentlich für Darkrai jetzt schon überlevelt. Also gut, ich denke, der Kampf wird doch trotzdem nochmal ein bisschen anspruchsvoller werden, einfach weil er schon so ein bisschen was drauf hat. Und der Dunkelkrater ist halt auch nicht ohne. Aber prinzipiell sind wir jetzt halt auch schon überlevelt für Darkrai, weil wir eben, wie gesagt, so viel Optionales gemacht haben vorher. Und deswegen wollte ich jetzt auf dem Weg zum Gildenmeisterrang nicht unbedingt noch mehr überleveln. Weil da hätte ich wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, 20 Level mehr gehabt gefühlt. Und deswegen habe ich andere Pokémon benutzt. Genau genommen habe ich Groudon tatsächlich benutzt. Also Groudon und Makago, glaube ich, und Azumarill. Also alles Pokémon, die vom Level her halbwegs hoch waren. Natürlich funktioniert gerade mein Apfel nicht mehr. Das ist natürlich immer gut. Aber ich habe noch ein paar Belebersamen, sprich, es ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Damit kann ich mich auch wieder hochfüttern. Aber wie gesagt, deswegen sind wir halt nicht gelevelt, weil ich bewusst die Pokémon nicht benutzt habe. Wäre wahrscheinlich angenehmer gewesen, weil ich dann wirklich bekannte Gesichter gehabt hätte und auch gute Attacken, weil ganz ehrlich, Growler hat da nicht unbedingt die geilsten Attacken. Ich glaube nur Schlitzer und Antikkraft. Aber wie gesagt, überleveln ist halt auch doof. Also es ist manchmal schon ganz lustig. Hallo, muss ich dazu sagen. Also man ist halt schon auch gerne mal OP. Natürlich, da bin ich keine Ausnahme. Aber es ist dann doch, glaube ich, fürs... Warum steht da ein random Knackrack rum? Fürs Let's Play gar nicht so verkehrt, wenn man dann wirklich ein bisschen drauf achtet. Was haben wir da drüben? Firnontor? Knackrack? Was ist... Warum? Knackrack? Was ist hier noch? Mehr Knackracks? Noch mehr Knackracks? Warum sind hier so viele Knackracks? Und je öfter ich dieses Wort sage, desto seltsamer wird das irgendwie. Knackrack, Knackrack, Knackdat. Also irgendwie... Sumpex akzeptiere ich, Firnontor auch. Weil es jetzt ja vor allen Dingen auch so ein bisschen eisiger wird und ein bisschen feuchter. Also, dass wir jetzt so ein bisschen, weiß nicht, weiter vordringen und das nicht mehr so höhlenmäßig ist. Aber was? Also, die Knackracks hätte ich eigentlich in der Höhle erwartet vielleicht. Okay, Unterwasserhöhle, keine Ahnung, wer die hier ausgesetzt hat. Aber das hätte ich ja noch akzeptiert, aber doch nicht hier in der Wasserhöhle. Erstmal einen Ladungsstoß abschießen und gucken, was passiert. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wobei der eine hat nicht getroffen, jetzt bin ich raus. Aber ihr müsst zugeben, ich habe wunderschön gezählt. Und jetzt könnte ich eventuell ein Problem haben, wobei ich habe noch einen Donnerblitz, um die um mich herum erstmal wieder auszuschalten. Aber ich fürchte, jetzt wird das schwierig, Jan. Jan muss mir mal helfen. Oh, heilige Scheiße, hat das viel Schaden gemacht. Okay, ich habe wieder Ladungsstöße, ist das nicht schön? Was ist der Plural von Ladungsstoß? Ein Stoß, zwei Stöße. Ladungsstöße? Ach, ist auch egal. Das hat extrem viel Schaden gemacht. Ich habe Level 6. Das ging schnell. Okay, hier sind auch viele Pokémon. Und die Treppe ist sogar auch hier drin. Ja, ich hätte einen Erstarrorb einsetzen können. Das ist mir schon klar, natürlich. Aber ganz ehrlich, ich habe noch ein... Hörst du wohl auf damit? Ich habe noch ein paar Ebenen vor mir. Und dementsprechend... wollte ich ehrlich gesagt, es ist clownfreundlicher, du mich auch Spiel, mein Erstarrorb erstmal aufheben. So, und jetzt gehe ich.
Nein, ich gehe. Ich habe mich geheilt. Oder ist ein Apfel? Irgendwann. Irgendwann komme ich hier nochmal weg. Oh, die haben schon wieder den Nachspielstatus. Wie nervig. Ich hasse das. Der Status ist halt echt nervig so für den Dungeon. Weil, ne, wenn dann mit einem Schlag plötzlich alle AP weg sind, ist halt nicht so nett, ne? Und wenn dir da so ein paar Pokémon begegnen, so nach dem vierten Mal ist dann ziemlich alles weg, ne? Ich glaube, das gilt auch nur, wenn du das Pokémon wirklich besiegst, aber ist halt trotzdem nicht so angenehm, ne? Logischerweise. Aber nun gut. Vor allem, warum haben die alle hier diesen blöden Status? Jan hat, glaube ich, auch gleich keine... Jan hat keine Attacken mehr. Ich habe nur noch einen Top-Elixier. Die Sache ist, was macht Jan jetzt? Einfach nicht angreifen? Oder verzweifeln? Er verzweifelt, aber er hat das Knackrack gekillt, immerhin. Ich bin halt so ein bisschen hin und her gerissen, ihm das Top-Elixier zu geben, weil ich selbst halt auch nicht mehr viele Attacken habe. Und deswegen will ich die ehrlich gesagt so ein kleines bisschen aufsparen, dass ich dann das Top-Elixier trinke. Jan macht halt echt guten Schaden, er killt sich halt nur fast selber. Vielleicht lege ich es auch darauf an, dass Jan drauf geht, das klingt jetzt wieder unglaublich nett von mir, aber dann hat er halt wieder alle AP, ne? Und er ist aktuell näher dran abzukratzen als ich mit seinem Verzweifler. Oder ich... Welp. Oder ich finde einfach alle Treppen und gut ist. Habe ich jetzt überhaupt noch einen Top-Elixier? Können nur Äpfel verkleben? War das nicht so? Ja, da sehen wir die ganze Schleimkost. Ist das nicht schön? Habe ich noch Ladungsstoß? Nein, hatte ich nicht. Aber du bist paralysiert. Okay. Also wenigstens sind sie gnädig mit den ganzen Items, die man hier drin findet, finde ich persönlich. Also das könnte schlimmer sein. Hatte ich dich nicht gerade erst? Oder hatte ich irgendwie deinen Bruder? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist die letzte Ebene. Das ist schon mal gut. Jetzt nicht gerade noch... Nein, ich spreche es nicht aus. Ist die letzte Ebene. Lassen wir es einfach dabei, bevor irgendwas passiert. Und ich meine, wenn ich mich hier schon so konzentrieren muss und permanent Angst habe, dass das Item Schleimkost wird klebrig, das ist irgendwie auch ironisch. Jan? Das ist jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Ach komm, Jan. Ich lege es jetzt drauf an, dass du wiederbelebt wirst, hatte ich ja gesagt. Weil jetzt kannst du wieder volle Pulle draufballern. Oh, hallo Apfel. Schön, dass ich gerade in dem Dungeon Äpfel finde. Dann habe ich wenigstens wieder ein paar. Nee, ihr seht, wie sehr ich mich hier schon konzentrieren muss. Und ich glaube, man kann sich dann denken, wie schlimm das gegebenenfalls Nullinsel oder Verhängnisturm werden wird. Da ist mir das so auf jeden Fall lieber. Die Box nehmen wir noch mit und dann geht's zurück. Haben die trügerischen Gewässer auf jeden Fall auch geschafft. Ein richtig guter Kampf war das. Darf ich mich Team Eclair anschließen? So viel zum Thema, kann man Suicune eigentlich rekrutieren? Man kann die drei auf jeden Fall zu 100% rekrutieren, also wirklich 100%, nicht nur glücksabhängig, wenn man sie eben im Kampf besiegt. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool so als Belohnung. Ja, natürlich. So, mit meiner Stärke stehe ich dir nun bei. Nein, du kriegst aber keinen Spitznamen. Und noch ein paar Erkunderrangpunkte. Ja gut, die brauche ich jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt, aber gut. Also die Luxusbox ist eine Sache, die braucht man nicht, aber dass sich da wirklich so ein paar Legis anschließen, finde ich schon ziemlich cool. So, jetzt können wir zum Abschluss, glaube ich, nochmal ganz kurz beim Palimpalim-Treffpunkt vorbeischauen. Wäre irgendwie auch ganz episch, mit Suicune dann in den Entei-Dungeon zu gehen. In den Raikou-Dungeon lieber nicht, aber in den Entei-Dungeon, das hätte schon irgendwie so ein bisschen was. Aber wahrscheinlich bist du jetzt total unterlevelt und kannst nichts. Ich sehe es kommen, aber ich gucke trotzdem mal nach. So, bist du jetzt automatisch eigentlich im Team? Team? Nein. Da. Level 65, das ist eigentlich doch ziemlich gut. Ja, doch. Was kannst du denn für Attacken? Das ist auch richtig gut. Was zur Hölle? Ich habe ein Pokémon rekrutiert, was gute Attacken kann?
bis Blubstrahl-Eiszahn-Sondersensor. Ich meine, gut, wenn ich jetzt in den Feuer-Dungeon gehe, habe ich quasi nur den Blubstrahl als sehr effektive Attacke und das auch nur 10-mal. Aber das Moveset ist echt gut, muss ich sagen. Damit kann man arbeiten. Gut. Hätten wir den Dungeon auf jeden Fall auch geschafft. Wir haben dann noch ein bisschen was vor uns vorm Dunkelkrater. Die beiden Dungeon und noch den dritten, den ich jetzt ja schon öfters angesprochen habe. U13 und U25. Also hier habe ich vom Typ her mehr Angst, aber hier ist halt der größere Dungeon. Schauen wir einfach mal. Wird schon hoffentlich irgendwie klappen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.